Hi zusammen, falls ihr sehen wollt, wie ich den Look gemacht habe, den ihr gerade gesehen habt, dann bleibt dran. Ich benutze dafür die Aurora Lights Palette von MH Cosmetics und trage jetzt ganz normal Foundation auf, blende die aus, trage Puder auf. Das ist das, wo ich euch jetzt nicht mitgenommen habe, sondern was ich einfach ganz schnell vorgespult habe, weil es einfach unnötig ist, das jetzt nochmal zu zeigen. Aus dieser Palette benutze ich die Töne. Ihr könnt alles benutzen, was ihr zu Hause habt an Tönen. Ich hätte, glaube ich, am liebsten so einen richtig knalligen Neon-Lidschatten benutzt, hatte ich aber keinen da. Ihr könnt diese Farbe, die ich jetzt auftrage, auch komplett umswitchen, zum Beispiel blau nehmen, grün nehmen, gelb nehmen, was weiß ich. Ihr könnt euch wirklich jede Farbe aussuchen, auf die ihr Bock habt. Und ja, ich habe angefangen mit meinem Elite, wo ich das ganz an den Außenwinkel aufgetragen habe und in meine Crease etwas. Und das Ganze habe ich gut ausgeblendet. Das habe ich an beiden Seiten gemacht. Ihr könnt natürlich auch ein krasses Augen-Make-up machen, was euch lieber ist. Aber ich wollte den Fokus jetzt nicht so heftig auf die Augen legen, sondern wenigstens die Farbe in den Augen mit reinnehmen. Meine Inspiration setze ich euch wie immer unten in die Infobox. Und ja, mit einem sauberen Pinsel habe ich den Lidschatten dann ausgeblendet und bin dann mit einem Highlighter reingegangen in den Innenwinkel. Und zwar dieser von Revolution ist das. Vivid Highlighter verlinke ich euch auch nochmal unten. Meiner ist jetzt von Junkyard. Finde ich wirklich einen tollen, tollen Ton. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen auch als Lidschatten. Das Ganze blende ich dann auch nochmal mit meinem Pinsel aus, wo schon so ein bisschen rosa dran ist, um das Ganze schön zu verblenden. Nachdem ich mit meinem Augen-Make-up in Anführungsstrichen fertig bin, mache ich meine Augenbrauen. Dafür benutze ich von Anastasia Beverly Hills diese Brow-Pomade. Ich wollte einfach, dass meine Augenbrauen snatched aussehen für diesen Look, weil ich finde, das passt einfach voll gut, wenn man Farbe hat, so richtig gut gemachte Augenbrauen. Und dafür habe ich dann diesmal meine Augenbrauen gemacht. So, die Lashes sind von Malou, die setze ich euch auch nochmal unten in die Infobox. Da trage ich wie immer vorher den Kleber auf. In der Zwischenzeit mache ich immer andere Dinge, wie zum Beispiel jetzt Mascara auftragen. Und danach setze ich die Wimpern auf, klebe die an, mache in der Zeit meine Augenbrauen und danach drücke ich die noch fest. Das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, ich werde extra nochmal ein Tutorial dazu machen. Ich habe dann angefangen, mit einem nudefarbenen Lip Liner mir alle Linien vorzuzeichnen, die ich brauche. Ich bin aber gleich nochmal über alle Linien mit einem roten Lip Liner gegangen, weil ich es kaum gesehen habe, vor allen Dingen nicht im Lippenbereich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ihr seht jetzt gleich auch, wenn ich die Zähne aufmale von dem Skelett, dass ich jetzt einen roten Lip Liner nehme, weil das helle habe ich einfach überhaupt nicht gesehen. Zeichnet das so vor, wie ihr Bock habt. Ich fand diesen Look, den ich hier nachgeschminkt habe, wirklich richtig schön, weil mir das super gefallen hat. Vor allen Dingen auch mit den Zähnen, die waren nicht zu weit nach hinten gezogen und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, femininer Look. Seid wirklich am präzisesten beim Aufmalen bzw. beim Vormalen, denn dann habt ihr nachher gar keine Probleme mehr und Schwierigkeiten, das Ganze zu perfektionieren und es wird einfach wirklich dadurch super. Das ist übrigens jetzt der vorletzte Look. Morgen kommt der letzte Look online. Und ich kann es nicht fassen, dass diese Halloween-Reihe einfach vorbei ist. Ich finde es irgendwie traurig, aber ich freue mich jetzt auf die Zeit danach mit normalen Tutorials. Und auf nächstes Jahr Halloween freue ich mich schon extrem und bin so gespannt, wie weit ich bis dahin gewachsen bin, was meine Skills mit Make-up angeht. Danach gehe ich wieder in die Farben von der Palette rein, die ich auch für mein Auge verwendet habe und trage das wirklich auf alle Linien auf, die ich aufgemalt habe. So als Schatten oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Das muss halt wirklich gut verblendet sein. Deswegen trage ich es überall sehr, sehr gut und dick geschichtet auf und gehe gleich mit dem sauberen Pinsel, den ich auch eben für meine Augen benutzt habe, drüber, um das Ganze schön auszublenden, damit es wirklich einen sehr, sehr schönen Verlauf hat.
Ihr könnt an den Zähnen, wenn ihr wollt, auch einen dünneren Pinsel verwenden, um das Ganze zu machen. Denn dann seht ihr im Nachhinein noch die Linien. Mir war es jetzt relativ egal, denn ich wusste, wie ich die Zähne haben möchte und deswegen bin ich einfach so komplett drüber gegangen. Ihr seht jetzt gleich, dass ich nur noch die Linien erahnen konnte, die ich da gemalt habe. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. So, nachdem wir damit fertig sind, habe ich, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, einen sauberen Blendepinsel genommen und dann bin damit nochmal komplett drüber gegangen. Dann habe ich von NYX diesen Liquid Ink Eyeliner genommen. Passt auf der Nase auf, damit euch nicht das passiert, was mir jetzt passiert ist. Ist im Endeffekt nicht schlimm. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr mit diesem Eyeliner arbeitet und einen ganz normalen schwarzen Lidschatten nehmt, wie ich gleich, ihr könnt da nicht drüber malen. Also auf der einen Seite ist es mega geil, aber falls ihr ein paar Patzer mit dem weißen Eyeliner macht, ist es nicht so geil. Ich habe es von Anfang an nicht gewusst, deswegen lernt aus meinem Fehler. Aber dennoch bin ich zum Schluss, nachdem ich das jetzt aufgemalt habe und jetzt gleich schwarzen Lidschatten gemacht habe, nochmal über alles komplett drüber gegangen. Das werde ich euch gleich aber nochmal sagen. Versucht wirklich so sauber wie möglich zu arbeiten, damit ihr wirklich schöne, gute Linien habt. Es muss nicht perfekt sein von den Linien her, aber ihr solltet schon gucken, dass es sehr, sehr sauber gearbeitet ist. Nehmt euch da auch ein bisschen mehr Zeit als für den Rest, ist wirklich sehr wichtig. Ihr seht auch, dass ich alles immer zweimal auftrage, damit ich wirklich ein schönes und intensives Weiß habe. Wenn ihr damit fertig seid, kommen wir jetzt zum coolsten Schritt von allen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch so lassen. Ich habe dann von Huda Beauty die Palette genommen und daraus den schwarzen Lidschatten. Der Pinsel ist von BH Cosmetics, falls ihr mich das fragt. Und ihr seht, egal wie sehr ich so gesehen über das Weiß gekommen bin, das Weiß ist immer weiß geblieben und nicht schwarz. Ich habe sogar versucht, die Linien auszubessern. Das hat nicht funktioniert. Ist im Endeffekt nicht schlimm. Nur für euch zur Information, bitte nicht das Weiß verkacken, damit ihr es nicht ausbessern müsst, weil ihr könnt es nicht. So, damit fülle ich erstmal alle Lücken aus, die Zähne aus und male erstmal alles schwarz, was schwarz sein soll. Und danach fange ich an, das Ganze auszublenden. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich habe euch das alles gefilmt. Nicht, dass ihr euch in irgendeiner Art und Weise fragt, wo ich was wie ausgefüllt habe. Deswegen habe ich alles drin gelassen und schaut einfach selbst. So, dazwischen bin ich auch gegangen. Ihr seht, ich habe es noch nicht krass verblendet. Ich habe wirklich erstmal alles schwarz gemacht, was schwarz sein soll.
Und danach bin ich wirklich reingegangen, um das Ganze zu verblenden. Arbeitet euch erstmal grob vor und danach geht in die Details, weil sonst verliert ihr, glaube ich, die Lust dran, wenn ihr alles Stück für Stück macht. Wundert euch übrigens nicht, was da in meinem Haaransatz hängt. Ich habe davor ein anderes Halloween-Tutorial gedreht. Das, was ihr gestern gesehen habt. Und da ist einiges in meinem Haaransatz hängen geblieben. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube von Huda Beauty, das ist der beste schwarze Lidschatten, den ich jemals benutzt habe, der sich so sauber und gut auftragen lässt und danach noch so super verblenden lässt. Bin echt sehr, sehr begeistert immer noch von dieser Palette. So, nachdem ich das Ganze in schwarz aufgetragen habe, fangen wir jetzt gleich an, das auszublenden und ich bin wirklich vorsichtig da dran gegangen, wirklich so viel wie möglich von dem Rosa noch da drin zu behalten und wirklich einen richtig schönen Übergang zu haben. Das seht ihr jetzt hier, wie ich wirklich reingegangen bin und jedes einzelne nochmal richtig schön verblendet habe und weiter nach außen geblendet habe. Das habe ich jetzt nicht ganz mit reingenommen, meine ich, aber ich habe wirklich so gut wie möglich alles ausgeblendet, damit es einen wunderschönen Übergang hat, man das Rosa noch sieht und die Farbe davon nicht verblasst. Theoretisch könntet ihr auch mit einem rosafarbenen Eyeliner um das Weiß nochmal drumherum gehen, also im vorher, aber ich fand das jetzt mit den Lidschatten vollkommen ausreichend. Nächstes Mal, also ich denke nächstes Jahr werde ich diesen Look nochmal schminken, nur mit einer anderen Farbe, mit einem wirklichen Neonton und ich glaube, das wird richtig geil. Das ist auch schon alles für den Look, was ich komplett gemacht habe. Ich glaube, das ist ein sehr einfacher Look und es macht sehr viel Spaß, ihn zu schminken und er hat eine große Wirkung und sieht richtig nice aus. Es ist mit eines meiner Lieblings-Halloween-Looks und das wäre, glaube ich, auch einer, den ich definitiv schminken würde, wenn ich rausgehen würde. Ich habe nach oben hin und an den Nasenflügeln noch ein bisschen das Ganze ausgeblendet, damit es wirklich aussieht wie eine Maske. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Look, wie er rausgekommen ist. Und ich freue mich über eure Kommentare. Das war, wie gesagt, der vorletzte Look für dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und danach bin ich, wie gesagt, nochmal über den ganzen weißen Eyeliner drüber gegangen. Das seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz. Und das war auch schon alles, was ich gemacht habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.